die, das hat er jetzt nicht gesagt. Gott, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und da fällt mir immer nur zu ein, doch, doch, ganz klar. Wer, wenn nicht ich als Behinderter, darf Witze über Behinderte machen? Manchmal unterziehe ich ja die Leute in meiner Umgebung einem geheimen Test. Der Test sieht wie folgt aus. Ich als Behinderter mache einen Witz über Behinderte und es gibt im Grunde genommen drei Varianten, wie die Leute reagieren. Die, das hat er jetzt nicht gesagt. Gott, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und da fällt mir immer nur zu ein. Doch, doch, ganz klar. Wer, wenn nicht ich als Behinderter, darf Witze über Behinderte machen? Dann gibt es die, nun ja, wie erkläre ich das am besten? Ja, die den Witz als das erkennen, was er ist, nämlich einen Witz, und ihn bestenfalls auch noch lustig finden. Da sage ich, schön, dass es euch gibt. Weil nichts ist schöner, wenn Leute so reagieren, wie es angebracht ist. Nämlich entweder gar nicht, weil sie den Witz einfach nicht lustig finden, oder wenn sie ihn wirklich lustig finden, einfach mal anfangen zu lachen. Ja, ist ja nun mal so. Was soll ich jetzt groß drumherum reden, ne? Und dann gibt's die Leute, nun ja, die so gar nichts mit gelbem Humor, mit schwarzem Humor anfangen können, die dann beschämt weggucken. Und da sage ich ganz, ganz klar, die Leute sollten sich besser nicht in meine Nähe begeben. Nicht, weil ich solche Leute nicht mag, sondern einfach, weil ich viel zu viel Galgenhumor habe. Ja. Deswegen wäre das kontraproduktiv. Aber gut. Ja. Dieser in Anführungsstrichen Test ist auch wieder Ansichtssache. Ich finde es immer nur halt, wie gesagt, lustig. Es gibt diese drei Kategorien von Menschen. Und es ist immer lustig zu sehen. Ich mache mir natürlich vorher immer Gedanken, so. Wie reagiert er jetzt? Wie reagiert er nicht? Und ich schließe dann immer meistens. Ja, was ist meistens? Ich denke mir dann immer nur so, ja, der und der reagiert so und so, der und der reagiert so und so, der und der reagiert so und so. Aber wenn das dann ganz anders kommt, bin ich dann doch so erstaunt und denke mir so, boah, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Und ja, andersrum gesehen, wahrscheinlich denken sich manche Leute bei mir auch, boah, kann er endlich mal mit seinen bescheuerten Witzen aufhören? Die sind zwar lustig, aber muss das jetzt sein? Ist auch gar kein Thema. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber so die drei Reaktionen, die ich gerade beschrieben habe, sind die häufigsten. Natürlich, dann gibt's noch Sachen, die dazwischen liegen. Natürlich, blöd ist dann irgendwie, wenn so gar nichts
wenn so gar nichts der drei auf die Leute passt, die dann um mich herum stehen, ist dann zwar relativ blöd, aber gut, kann ich auch mitleben. Wie findet ihr schwarzen Humor, gelben Humor oder wie ihr ihn auch immer nennen wollt? Und wie würdet ihr reagieren? Schreibt es mir in die Comments. So, und dann würde ich mal sagen, für diese Folge adieu. Jawohl, das war's auch schon wieder mit diesem schönen Video. Und dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, ja, Kuckuck, dass euch ein Daumen hoch das auch wert ist. Und ja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und tschüss.